Hallo, lieben Heiko ist hier. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Geburtstag, Weihnachten, Oster, alles fällt zusammen. Warum? Ein Buch, neues Buch von Friedrich. Friedrich Krüger, schön, dass du hier bist, mein Lieber. Danke, hi. Letztes Jahr war ja ein großer Wurf mit deinem Buch, Das Ende der uns bekannten Welt. Ernst Wolf hat ein Vorwort geschrieben, aber jetzt kommst du um die Ecke mit okkulter Einweihung, Astrologie, das Geheimnis der königlichen Wissenschaften. Um was geht's in dem Buch? Also das ist eigentlich so, ich habe mich jetzt ein halbes Jahr zurückgezogen, ein Stück weit, wird der ein oder andere Zuschauer auch gemerkt haben. Aber nicht, weil ich irgendwo Ferien gemacht habe, sondern weil ich mich ganz, ganz tief in die Recherche begeben habe und immer tiefer und tiefer. Du kennst das von deinen Büchern. Und eigentlich war es für mich so, ich wollte selber mal einmal komplett Klarheit über das ganze Thema Astrologie haben. Ich habe kein vernünftiges Buch gefunden, was alles aufklärt. Ich habe so viele Fragen gehabt, habe mir auch selber die Frage gestellt, ist das eigentlich Schwachsinn sozusagen für Leute, die leichtgläubig sind? Oder steckt wirklich ein tiefer Kern da drinne, der viel sozusagen Inhalt hat, viel okkultes Wissen auch. Viele wissen ja, ich beschäftige mich sehr mit den Lehren, die noch vor Christis Zeiten sozusagen waren, also sehr, sehr weit zurückgehen, die Ursprünge der Menschheit eigentlich. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass eigentlich alles, was so erzählt wird zur Astrologie, alles, was ich so kannte an Inhalten, was ich auch gelesen habe in vielen, so sag ich mal, esoterischen Büchern der Neuzeit, zum größten Teil großer Schwachsinn ist und dass dahinter aber ein Kern steckt, der ganz, ganz spannend ist und dass dahinter was steckt, wo man dann auf einmal auf Goethe kommt, auf Johannes Kepler, wo man auf Aristoteles kommt, auf Papus, große Leute auch aus den letzten Jahrhunderten, wo man auch bei Jesus selbst landet, wo man eigentlich eine Lehre auf einmal entdeckt, mit der man die ganze Welt ganz anders wahrnimmt. Also für mich war das so, auch bei der Recherche, ich habe sehr viele Bücher gelesen, die man nur noch irgendwo kriegt, sozusagen in Originalausgaben für viel Geld, wo ich sozusagen auch erstmal Kontakte brauchte, um da ranzukommen in Originalausgaben. Und wenn man das dann sieht, dann gibt es ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. Und deshalb war dann der Impuls, auch das Buch zu schreiben. Und für mich ist es so, dass ich damit versucht habe, und ich glaube, das ist auch sehr gut gelungen, ein Standardwerk zu erschaffen für jeden, der sagt, was ist denn Astrologie eigentlich? Was steckt wirklich dahinter? Welche Geheimnisse verbergen sich wirklich am Himmel? Der kann es lesen und wird sehr schnell in komprimierter Form erfahren, was denn wirklich Sache ist, was so aus meiner Sicht im deutschen Markt bisher nicht vorhanden ist. Kann ich nur bestätigen, weil wir philosophieren ja ab und zu mal im kleinen Kreis miteinander über auch diese Themen und muss dazu sagen, das ist wirklich ein Thema, was in Deutschland mehr als stiefmütterlich behandelt wurde und auch wird. Und er hat wirklich recht, der Friedrich. Es gibt da Tatsache Literatur, an die kommst du so einfach nicht ran. Da reden wir über Bücher, die sind teilweise Jahrhunderte alt, um überhaupt das rüberzubringen. Ist doch richtig. Ist so, und wer mich kennt, du zum Beispiel, weißt ja, ich gehe an Themen immer so ran, ich halte alles für möglich und glaube nichts. Ja, also ich bin jetzt nicht so, dass ich da voreingenommen rangehe, sondern ich bin auch selbst sehr kritisch, weil ich glaube, für viele ist Astrologie auch noch so ein Thema, wo sie sagen, jetzt hör mir auf mit Astrologie. So war es für mich tatsächlich auch so ein bisschen am Anfang, dass ich eher so ein bisschen negativ sozusagen eingestellt war dazu. Und vieles hat sich auch bewahrheitet bei der Recherche, dass wirklich vieles falsch den Menschen erzählt wird. Aber wenn man so tief einsteigt und das in diesem Buch liest, wird man wirklich merken, da steckt ganz, ganz viel hinter, auch in der gesamten Geschichte der Menschheit, was in der Astrologie sich widerspiegelt. Und das geht halt zurück bis ins alte Ägypten, in die okkulten Lehren, viel auch auf Pythagoras und Co. Also all die großen Namen kommen im Buch vor. Und diese Urlehre sozusagen, die eigentlich nirgendwo mehr vorhanden ist heutzutage, die findet man da drinnen und auch so, dass sie jeder versteht, würde ich behaupten. Genau, jetzt muss man fairerweise sagen, die jetzt so großes erwarten und es kennen aus anderen Kanälen, die jetzt sagen, oh, wenn jetzt die und die Sternkonstellation ist, dann brauchst du das Haus nicht verlassen. Das hat nicht sehr viel damit zu tun, muss man fairerweise sagen. Hier geht es wohl ganz Ja, es geht eingemachte. wie in jedem unserer Bücher, sag mal, um Eigenverantwortung, ne? Darum, sich selbst zu fragen, was kann ich rausziehen aus so einem Thema? Was kann mir das bringen, diese Astrologie? Und was ist es überhaupt erstmal? Damit fängt es ja an. Also, das ist natürlich jetzt nicht so, dass da drinnen steht, ihr müsst alle zu Hause bleiben und euch zurücklehnen, alles wird besser. Sondern es geht schon darum, wie kann ich selber was verändern? Und wenn man die Astrologie wirklich versteht, wovon ich behaupte, dass viele, die sich selbst Astrologe nennen, das auch nicht getan haben, aber wenn man das wirklich versteht, dann sieht man auch, wo kann einem das helfen und wo kann es einem wichtige Impulse im Leben geben. Sehr, sehr spannendes Thema. Also da findet man auf jeden Fall den Weg, wie man sich selbst heilen kann. Deswegen haben wir ab heute das bei uns im Shop auch drin. Sogar du hast ja eine Hörbuchvariante dafür aufgenommen. Das finde ich ganz toll. Danke erstmal. Weil das ist genau das, was ich bei meinem Buch Das Geheimnis der Weltstars erlebt habe, dass die Menschen immer mehr im Auto so etwas hören. E-Book, Buch, Hörbuch. Ab heute erhältlich. Ihr könnt wirklich gespannt sein. Noch ein Schlusssatz? Ja, mich würde natürlich freuen, für diejenigen, die dann lesen werden, wenn er mir Feedback schreibt, ne? Wenn er sozusagen auch mal eine Rückmeldung gibt. Ist als Autor immer schön, wenn man auch sieht, sozusagen, was kommt zurück, was hat euch besonders bewegt. Und ich glaube, gerade bei dem Buch, war beim letzten schon ähnlich, aber es wird so viele Aha-Momente geben, so war es ja auch für mich sozusagen beim Schreiben, dass du so oft denkst,
Mensch, das habe ich mein Leben lang betrachtet, aber immer von der falschen Perspektive aus gesehen, dass mich das besonders interessieren würde, welche Sachen für euch am prägnantesten waren. Würde ich vielen Dank, dass du kurzzeitig Zeit hattest und ich freue mich ganz besonders. Ab heute können wir es alle lesen. Ja, danke dir und euch. Alles Gute. Seit Jahrtausenden wird die Lehre der Astrologie in den Geheimschulen überall auf der Welt weitergereicht. Doch kann uns der Himmel wirklich etwas über die Zukunft verraten oder wird es Zeit, diesen jahrtausendealten Irrtum endgültig zu beenden? Das neue Buch Astrologie, das Geheimnis der königlichen Wissenschaft, offenbart erstmalig die wahren Mysterien dieser uralten Geheimlehre und räumt mit allen modernen Lügen und Fehlinterpretationen auf. Die brisante Schrift klärt folgende Fragen. Was ist ein Geburtshoroskop und was sagt es mir? Beeinflussen die Sterne wirklich unser Leben? Wieso soll ausgerechnet der Himmel so entscheidend für uns sein? Wie kann man diese ganzen Details aus den Sternen herauslesen? Wird mit der Hoffnung der Menschen nur Geld verdient oder kann die Astrologie wirklich Hilfe leisten? Was haben die heutigen Zeitungshoroskope mit der Astrologie von großen Denkern wie Goethe, Kepler oder Pythagoras gemeinsam? Wer dieses Buch liest, wird die wahren Ursprünge aller geheimen Praktiken verstehen und die Welt danach mit komplett anderen Augen sehen. Denn die Mysterien, die hinter der Astrologie stecken, sind spannender als jeder Krimi und versprechen puren Nervenkitzel. Sichere dir jetzt exklusiv ein Exemplar der ersten Auflage und lerne eine geheimnisvolle Welt kennen, untermalt mit vielen Farbabbildungen und anschaulichen Grafiken. Ab jetzt erhältlich als Buch, E-Book und Hörbuch auf virtube-shop.de.